Wir stehen hier vor dem Zauberbuchladen. Leider ohne Gale. Der eigentlich hier mit dazugehört. Tja. Aber vielleicht können wir ihn retten, das werden wir alles gleich feststellen. Aber den Ladenbesuch müssen wir trotzdem. Und was macht der Aradin hier? Ist abgefahren. Let me back in. I'll bring Leroykin out here, you tin tube. You tell Leroykin I went for his goddamn night song, and now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. Geht dich eigentlich gar nichts an. Mit dem will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das ist ein ganz. Also das war alles ein bisschen komischer Typ. Mache ich selten, dass ich die Leute täusche über der. Wie gut wir sind. Gut noch. Hope you lost fewer people along the way than I did. Bloody goblins. Leroykin should have warned us. If she's out there. I'm gonna find her. You mark my words. Ich will damit nämlich nichts zu tun haben. Das, ich habe andere Sorgen, als mich noch um den zu kümmern. Should mind my step. Blood, bile, phlegm. Das ist ein Buchladen. Ist das nicht ein bisschen gefährlich hier? Welcome, dear patron, to Sorceress Sundries. Oh, I am an unperson in service of the revered wizard Leroykin, proprietor of this fine establishment. To browse our wares, say, trade. To provide information about the night song, say, night song. If you are a city official here to collect dues, say, taxes. For all other inquiries, say other. Dass die nicht ein bisschen besser schon in der Zukunft sind, kann es noch ein bisschen handeln. What will it be? Das will ich gern sehen, was du so anzubieten hast. Schnellzauberschleuder. Zaubertricks, die eine Aktion kosten, kosten stattdessen eine Bonusaktion. Das klingt sehr interessant. Einmal pro kurzer Rast, okay. Ich dachte schon, das wäre sonst ein bisschen arg krass. Geht es dann um Zaubertricks, die eh ganz schön viel schwächer geworden sind, aber. Zu Beginn deines Zugs wird der Ring aktiviert und halte ich um 1-4 Trefferpunkte. Jeden Anfang. Okay. Das ist gut. Ringe habe ich mich nicht so dolle. Den Ring nehmen wir auf jeden Fall mit. So war es, dafür kriegst du auch hier ein paar andere Ringe. Die nicht viel können. Unsere Freizeitkleidung hier, das ist wichtig. Das ist das wirklich wichtige Zeug. Das sind eigentlich meine ganzen Taschen. Ach, Taschen kann ich nicht verkaufen, deswegen zeigt er die nicht an, okay. Weste der Seelenverjüngung. Okay, Verjüngung des Herausforderers. Wann immer der Träger einen Rettungswurf gegen einen Zauber besteht, gewinnt er Trefferpunkte zurück. Ein Kushigo-Konter. Das klingt für Mönche ganz interessant. Leichte Rüstung, hohes Zauberwirken. Ich habe die coole leichte Rüstung immer noch. Aber wir können mal schauen jetzt. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Zauberrettungsschwierigkeitsgrad. Das ist ziemlich gut. Regeneration im grünen Bett, wenn du deinen Zug auf einer Pflanzenwachstumsoberfläche. Okay, nee. Ah, ich kann es aber selber casten da. 1d4 Trefferpunkte, wenn man das castet. Das heißt, man steht ja selber drin, ne? Hat weniger Bewegungsreichweite, aber andere, die an einen rankommen wollen, auch. Das ist ziemlich gut. Das ist besser als das, was ich gerade jetzt habe. Eine Rüstungsklasse mehr und Zauberschwierigkeitsgrad. Geburtsrecht, sehr selten. +2 Charisma. Okay, auch. Der hat mal the hot shit hier, sage ich euch. Zauberspruchrollen habe ich bisher nicht gekauft, obwohl ein paar Sachen wären ganz gut.
die manchmal ganz schön teuer sind. Sowas mit Tieren reden, dass wir das nochmal können, falls nötig. Nebelschritt haben wir mit ein paar Sachen, aber das können wir nochmal gebrauchen. So die Utility-Sachen sind halt gut. Gasförmig könnte auch gut sein, weil da kann man manchmal durch so enge Engstellen vergrößern. Das ist, glaube ich, nur aus Spaß mal. Hoffentlich denke ich dran, das mal zu probieren noch. Tödliches Phantom. Sachen gibt. Der Preis bezieht sich auf alle 13 Schriftrollen. Darf man nicht erschrecken jetzt. Otilukes Frostsphäre. Gibt schon abgefahrene Spells noch. Aber machen wir nicht. So, Hafner, Heiligschläger. Der andere gibt mir halt Feuerball und Feuerpfeil, was ziemlich gut ist. Und der macht nix. Zauberfernengriff plus 1. Ja. No, 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 no. Ja, das waren nochmal coole Sachen. Das haben wir auch selber schon gelernt. Dann könnten wir noch jemanden unsichtbar machen. Wir haben kein Geld mehr. Ja, dann passt es ja eben. Wir gehen mal kurz raus. Please come again soon. Gerne. Ich will mich mal kurz gucken, ob ich irgendwelche Zaubertricks habe, die ich unbedingt mal anders casten möchte. Eine Aktion als Bonusaktion. Nicht so wichtig. Das ist nichts, was ich um den casten möchte als Bonusaktion, weil es so geil wäre. Natürlich ein bisschen, kann man nicht einfach hin, sehr hilfreich sein, wenn ich die Bonusaktion nicht netzen möchte, aber ist jetzt nicht so wichtig. So, wir ziehen mal die neuen Sachen an. Wir haben uns gekauft. Ich bin beim falschen Charakter. Den Ring, der uns wieder heilt. Das könnte für Schattenherz interessant sein. Konzentrieren auf einen Zauber. Die Macht hat mehr Waffenschaden, wenn sie sich darauf. Sie macht, kriegt halt mehr Angriffsschaden mit ein paar Sachen, wenn sie konzentriert ist und wenn sie jemanden heilt, aber. Bei Rettungswaffen gegen Bezaubert im Vorteil. Und sie kann Licht machen. Das ist ganz nice, der Henker. Und mehr Damage ist auch nice. Gegen Rettung, gegen Bezaubert. Bezaubert ist sehr speziell. Das nehmen wir mal raus und geben ihr stattdessen den neuen Ring. Heilt sich passiv einfach, das ist nice. Kriegt ja schon öfter mal auf die Nase. Obwohl es auch bei ihr nicht schlecht wäre. Ich überlege gerade, ob ich. Wer greift denn häufiger an? Ich glaube, wir tauschen das. Das finde ich total bescheuert. Dass er das. Kann ich das wieder. So, jetzt muss ich den Henkersring erstmal wieder. Den Henkersring soll sie schon bekommen. Das finde ich auf ihr eigentlich relativ stark. So. Und Lazelle. Zwei Säureschaden. Seht jetzt die Heilung, oder? Genau. Lazelle hat Säureschaden. Der Lichtring ist ganz nett. Gibt es da nichts Besseres? So, mal kurz gucken, was der genau macht. Überwürfe Untote. Lähme das Ziel. Welchen Ring wollte ich jetzt abgeben? Den Lichtzauber und dann für sie vielleicht noch einen besseren finden. Einen, der noch.
Hat sie irgendwelche Sachen, irgendwelche Konzentrationszauber aktuell noch? Jetzt ein bisschen durcheinander. Das schafft das gerade nicht, mir einen Ring zu geben. Okay. Den Licht mag ich halt wirklich gerne. Deswegen möchte ich es jemand anders geben. Arkane Kunde, Religion. Gegen Kreaturen, die erhellt sind. Ich bin gar nicht ganz sicher, wenn ich in der Nähe stehe und da. Segen des Gestaltwandlers. 1d4 auf alle Würfel. Das ist halt so krass, weil es gibt doch genug. Es gibt ja ein paar Abilities, womit ich die Gestalt wandle. 1d4 auf alle Würfe. Man vergisst auch echt so viel, was hier noch so an. Wenn man das mal alles optimieren wollen würde. So richtig wichtig, richtig wichtig. Das ist ja alles nicht. Behalten oder so. Das ist okay. Und hier mit sich. So, dann haben wir noch was anderes eingepackt. Das geht ein bisschen schneller auch. Den Hut haben wir. Erhöht Intelligenz. Aber Charisma ist wichtig. Wichtiger. Das ist mein primäres Zaubertribut. Ich kriege ganz schön viel an Int, was gegen manche Rettungswürfe blöd ist. Rettungswürfe gegen Zauber. Konstitution. Okay, das passt so. Wir können es merken, dass wir den noch haben. Und dann habe ich doch noch eine Rüstung gekauft. Wo ist die hier? Rüstung, das dann gucken, wie die aussieht. Ist jetzt okay, wir sehen mal wieder ein bisschen. Dies ist schon ziemlich stylisch, muss man echt mal sagen. Bisschen dran gewöhnt. Ist ja ein bisschen unauffälliger. Ist eher eine Druidenrüstung eigentlich. Aber die ist einfach gut. Ach, ist auf Zauberrettung. Warte kurz. Zauberrettung? Nee, ist doch der. Das ist doch Zauber. Also. Ja, das ist irgendwie ganz kurz. Das hat aber nur Zauberschwierigkeitsgrad eigentlich, oder? Nichts. Die. Also das ist doch damit gemeint. Guck mal, Zauberschwierigkeitsgrad 1. Können Sie mal eben ausprobieren. Stehe ich hier. Stehe zum ersten Mal die Unterwäsche. Ja genau, ist 1. Ist schon das. Ich weiß nicht, ob man manchmal einmal Zauberschwierigkeitsgrad, einmal Zauber. Aber nur mal ganz kurz. Im Laden ist ein bisschen anders. Ja, richtig schicke Unterwäsche. Steht hier gut, aber aufgefallen. So. Ziehen wir mal wieder was an. Vor allem hier im Laden. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay, dann haben wir die neuen Sachen alle. Können wir kurz sortieren, ob ich was übersehen habe. Neueste. Okay, wir haben eingekauft. Wir hätten noch ein bisschen was verchecken können, obwohl hat er. Welcome back to Sorcerer's Sunrise. Sprechen wir Nachtlied mal. How can I help you? The provision of information that leads to the retrieval of the Night Song is worth a great deal to Master Leroican. Do you have information regarding the Night Song? Wir haben information regarding the Night Song. Und die Frage ist natürlich. Okay, ich habe einfach so, ja, da gehen wir jetzt hin und sagen ihm das mit dem Nachtlied. Könnte natürlich auch das komplette Vollarsch sein, aber wir können ein bisschen nachforschen, ehrlich gesagt, was da los ist. Lass uns zu ihm vorgelassen werden. Er wird ja nicht mit Catherick oder so zusammenhängen, weil die hatten die ganze Zeit ja schon Night Song. Die hatten ja gefangen gehalten. Die müssen die nicht suchen. Das ist jemand anders. Wir müssen mal rausfinden, warum und wer. Please proceed upstairs for further instructions. Aber man darf im Spiel. Please come again soon and have a magical day. Man darf natürlich nicht mal zu unvorsichtig sein. Kannst du einmal hier unten umgucken, das ist natürlich irgendwie
schick einfach mal Wasserelementar, Feuer oder Lava. Wir können jetzt ja auch ein Elementar beschwören. Ich muss ja auch aussuchen, welchen. Oh ja. Das ist natürlich ganz cool, da kann man auch vielleicht mit Wasser arbeiten. Was dann Synergien mit meinen Blitzen hat. Okay, was ist hier los? Ach, er zeigt. You're after nothing but the best. And luckily for you, that's exactly what I have. The best necromantic charms in the city. Wir kaufen ihn auch Sachen, oder wie? The lava elemental looks at you placidly. Der Spruch in near unfathomable heat beating against your face. Das war geil. Das war aber wirklich lustig. Die Unterhaltung gerade. Das stand hier gar nicht. Warum sehen wir das Gespräch nicht? Das ist der Hammer. Das Kind sagt eben, hey Mama, ich bin gelangweilt. Und sie hätte gesagt, hey gelangweilt, ich bin Mama. Super. Und dann haben sie das noch ein bisschen ausgetauscht. Ah, das steht natürlich hier nicht. Die wichtigen Sachen stehen hier nicht im Log. Das muss ich selber im Video gucken, wenn ich das... Da kann ich mich nochmal zurückschauen. So, verkauft ihr mir auch irgendwelche Sachen? Oder nur der Kunde? Apologies. I'm with a customer at the moment. Ja. Tollner Foliantenhüker. Bücher möchte ich eigentlich nicht kaufen. Literature Department. Can I help you? Die flüstert immer. Ach, lustig. Seltene Bücher. Was habt ihr im Angebot? Oder besonders seltene Bücher? Psst. Okay, Entschuldigung. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Okay. Ah, man kann es mal ausprobieren. Okay, ich interessiere mich für besonders seltene Bücher. Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Leverokin was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsis and Netherese Folly, Sights of the Seelie, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Wir wollten doch das haben, die Annalen von Karsus. It is said to be written by Lord Karsis himself, the Netherese Arcanist who attempted to replace the goddess Mistra, failed, and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsis would no doubt have much to say about the crown's true nature. If only you could read them. Klingt perfekt. So klingt perfekt. Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsus are best left unread. Ja. Wir versuchen sie mal zu überzeugen. Das sind wir doch jetzt super gut. Wir wollen es wirklich gern sehen. Sie sollen uns wenigstens sagen, wo der Tresor ist. 15 bis 18. Da müssen wir schon eins würfeln praktisch. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. Okay, danke. You certainly have.
even simple knowledge of these tones is enough to stimulate most. Hat sie sonst irgendwelche normalen Sachen? Entschuldigung, normale How Sachen. How can I help you? Was habt ihr im Angebot? Scrolls, parchments, codices, tomes. Take a look and see what calls you. Okay. Müssen wir ein bisschen was verkaufen, um ein bisschen Platz wieder zu bekommen, Gold zu bekommen. Kurz mal schauen. 7 bis 23, 7 bis 16, ist das eine Einhand? Ist ja, bringt ja gar nichts, die ist mal rausgeschmissen. Zeug. Mal weg damit. Das können wir dann auch mal weitergeben zumindest. Ich habe auch zu viel Quatsch. Verbündete Untote. Jetzt hat sie kein Gold mehr. Unpraktische Magie, das verzauberte ich. Ist alles nur Quatsches? Oder auch mal was Wichtiges dabei ist? Das war Quatsch im Sinne auch von wahrscheinlich eher, als ob das nur Fluff ist, oder wirklich mal was Wichtiges dabei ist. Wer weiß das schon. Okay, da haben wir ein bisschen was erfahren. Wo ihr Büro ist, weiß ich nicht. Aber ob das überhaupt sinnvoll ist, ohne Gale das zu erforschen, sonst irgendwas bringt. Verkauft der Tränke. Oh, one moment. I'm trying to work out how many pinches of mugwort is equivalent to one of Mother's Leaf. Okay, ich will dich dabei natürlich nicht stören. Entschuldigung. Where is the famous Leroican? His shop is a nutter shambles. Okay, bin ich so zufrieden. Na gut. Dann gehen wir mal los. Treppe hoch zum Luarakan. He'd want to set eyes on these relics. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the Night Song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Leroican's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. Danke sehr. Okay, zwei verschlossene Metalltüren. Können die Tafeln gleich mal lesen? Wir schauen mal kurz ins Questlog, was da angekommen ist. Eine Projektion hat uns ein Rätsel gestellt, das wir lösen müssen, um eine Audienz mit ihm zu erhalten. Wir sollen durch das richtige Portal treten. Hat er uns ein Rätsel gestellt? Ich bin mal zu blöde. Wisst ihr etwas über das Nachtlied? Euer Wissen soll euren Weg entscheiden. Das meint er. Nachtlied ist natürlich Mond. Also gucken wir gleich mal. The Night Song is an immortal being, the child of a deity. The Night Song is a priceless ruby. Brauchen wir gar nicht weiter die anderen Sachen angucken. Das ganz rechts am Anschauen. Aber das ist natürlich das unsterbliche Kind einer Göttin. The Night Song is a druidic staff that allows its bearer command over an army of ancient beasts. Wäre auch interessant. Der Kutter ist unglücklich. Hold very still, Niklaw. Craig's aim is much improved, but still leave something up to chance. Yes, sir.
All right, crank. Ready? Aim. Das sieht nicht gut aus, finde ich. We have a visitor. At ease. McClaw, you may go. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song in hand, hmm? Surely my worthless apprentice wouldn't have allowed you to waste my time. Huh. Nicht ganz die begeisterte Begrüßung, die ich mir erhofft hatte. You'll have more gratitude than you know how to count once the night song is in my hands. Do you have it or not? Was wollt ihr von ihr? She? Then you do know her. You've been to Shah's temple. To the Shadowfell. You've looked upon the Night Song's face. Tell me. And choose your next words carefully. Where is she now? Sowas solltet ihr nicht leichtfertig sagen. Das, die frisst euch bei lebendigem Leib. Warum wollt ihr sie haben? Ich weiß, wo sie ist. Täuschen. Bedauerlicherweise lebt das Lacht niedlich nicht mehr. Täuschen. Ich habe sie gesehen. Catherick Form hat sie gefangen genommen. Einschüchtern. Lasst mich in Ruhe. Täuschen. Ich weiß nicht. Ich schwöre es. Warum will er sie denn? Was ist denn sein... Was will er denn? Growing tired of this repartee, my friend. Let us cut to the chase. Beautiful, isn't it? Worth more than your life, too. I bought it from a Kalashite warlock. Very little of his soul left to him. It can bind a celestial to the wearer's service with a snap of the fingers. Whoa. And this can keep her in place. Forever. Ich könnte ihr sagen, sie soll herkommen, nur um die Genugtuung zu verschaffen, euch in Stücke zu reißen. Das Nachtlied für immer binden, wenig originell, muss sich an die Geschichte von Catherick Form erinnern. It didn't work out for poor Catherick, did it? He was a fool, a desperate mercenary who whored out his soul to whichever god flattered him. I serve no god, but that which stares back at me in the mirror. The night song will be put to a grand purpose, equalizing man and God. Whoever helps me attain that which I seek will be greatly rewarded. Ah. Es wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, jetzt Night Song zu verkaufen an denen. Und ja, dadurch irgendein Item zu bekommen, mächtig zu werden oder ihn als Unterstützer zu haben. Ein langes Leben macht euch nicht zum Gott. Mensch und Gott ebenbürtig zu machen. Ehrgeizig. Ich träume selbst von der Unsterblichkeit. Ich hole sie. Ich freue mich schon auf meine Belohnung. Mensch und Gott ebenbürtig machen. Das ist in der Tat ehrgeizig. Das ist schon vielen Leuten etwas misslungen, aber bei manchen auch geklappt. I intend to achieve greatness. And I intend to do it for a long, long, long time. Ja nicht. Was ist das, wenn ich ihn anlüge, dann sucht er nicht danach, oder was? Wir können ihn angreifen. Er weiß ja schon irgendwie, dass das mit Catherick Form, ja, wir können sagen, dass sie getötet wurde, dass er nicht mehr nach ihr sucht. Sag mal, eigentlich würde ich ganz gerne Antwort 1 nehmen, aber wir haben so viel Stress hier im Moment. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn er uns einfach nicht auf den Fersen ist. Für jetzt. Wir können später, wenn wir die drei
und über Verblinen 2 abgeräumt haben, immer noch mal bei ihm vorbeischauen. Wir können sagen, dass sie getötet wurde. Dead? That cannot be. She, it, is immortal. A god. Sie wurde als Lonitin von Shayon festgehalten. Ihr Tod war unvermeidlich. Is that meant to be some consolation? She, it, was the key to my immortality. How can this be? How can this be? Shit! Ugh. Der Arme. Was hat der alles denn für Sachen da? Immunität gegen Gift, Kälte, Blitz und Feuer. Respekt. Hat auch noch 4 Elementare. Also wenn man ihn angreift, das wäre glaube ich kein einfacher Kampf. Natürlich interessant. Allein so mal aus. So, das mag ich halt eigentlich ganz gern. Die Gedanken schüttelt man natürlich nie ganz ab. So, wenn es nur um so ein Power-Gaming gehen würde, könnte man den jetzt einfach versuchen, ihn zu verkloppen, Sachen abzugreifen. Aber ich finde, das passt halt nicht zu Mira. Außerdem ist es einfach, ne, jetzt in Character sozusagen, der hat Nightsong gesucht, war ja auf den Fersen. Hätte vielleicht auch andere angeheuert, wenn ich ihn jetzt davon überzeugen kann, dass Nightsong das Nachtlied tot ist und er uns dann nicht mehr verfolgt. Das ist ein guter Ausgang. Wir haben genug andere Sorgen. Und dann ist alles. Es passt. Können wir uns hier verabschieden. Was ist denn die Quest hier unten? Überrede den Tollner und zu sagen, wie man ins Zauberzubehörgewölbe gelangt. Wir müssen einen Weg in ihr Büro finden. Vielleicht kann ich das jetzt schon mal machen, wenn wir Gabe befreien, ist das vielleicht wichtig. Suche das Nachtlied. Ah, für sonst das Richtige gebracht hat. Das hat er jetzt nicht. Das jetzt sich nicht gemerkt, dass wir die Quest praktisch abgeschlossen haben. Das wäre ein bisschen schade. Your terrible tidings have cost me everything. My grand design dashed to ruins. This always happens to me. Wir sollten vielleicht trotzdem versuchen, eine Belohnung euch abzuholen. Ehrlich gesagt, weil wir schließlich für ihn was gemacht haben. Auch wenn das Ergebnis ihm nicht gefällt. Aber die Quest aktualisiert einfach nicht. Bisschen enttäuschend. Das ist in der Tat ein bisschen enttäuschend. Ich werde das eh doch mal spielen mit, also mindestens noch zweimal spielen. Einmal halt als böser Charakter, der wahrscheinlich dann die Larven benutzt, die Kombination und noch was anderes auch. Und dann kann man erstmal andere Wege gehen und hoffentlich ist dann auch einiges von den Problemen, die in Akt 3 hier auftauchen, gefixt. So, also das haben wir jetzt ja, eigentlich abgeschlossen. Ob die Quest noch vorbei wäre, ob es noch irgendeine Nachfolgegeschichte gäbe, keine Ahnung, aber in dem Weg haben wir es jetzt erledigt, soweit es geht. Dann sollen wir jetzt zu den Docks, um die Leute zu sprechen und in das Büro von der noch. Das wäre halt noch was wir machen können. Habe ich jetzt auch weniger Skrupel, ehrlich gesagt, weil der Loarakan so ein Arsch ist. Von daher werde ich das wahrscheinlich in der nächsten Folge machen und dann zu den Docks gehen, um die Stahlwächter zu schwächen. Das klingt doch gut. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.